Ja, also ich bin Rachel Rienast. Ich bin Fußballerin beim 1. FC Köln und bei der Schweizer Nationalmannschaft. Und genau, im Moment spiele ich hauptberuflich Fußball, mache aber nebenbei auch noch ein Lehramtsstudium unter anderem. Also mein Herzensverein bei den Männern, weil die Frauen. Ja, die haben zwar ein Team, aber die konnte ich bisher noch nicht sehen. Die spielen Regionalliga, ist der FC St. Pauli. Das ist mein Herzensverein, so wie natürlich auch der 1. FC Köln. Also wenn man so viele Jahre für den FC gespielt hat, dann bleibt das nicht aus. Also der FC ist eingebrannt ins Herz. Natürlich dann auch die Frauenmannschaft logischerweise. Auch als ich nicht beim FC gespielt habe, war mir das immer wichtig, wie die Frauen beim FC abschneiden. Und ich überlege gerade noch, bei den Frauen würde ich vielleicht auch noch sagen, dass ich da Paris Saint-Germain ziemlich cool finde. Bei den Männern nicht. Bei den Männern finde ich die ultra unsympathisch. Wenn ich jemanden aus der Bundesliga zu uns holen würde. Ja, also ich würde Eva Pajor holen, die ist aber jetzt gerade verletzt. Eine Stürmerin, die finde ich einfach krass. Und ja, also ich überlege gerade, was uns ein bisschen weiterbringen würde. Wir haben einen relativ dünn besetzten Kader momentan. Vielleicht noch eine Lea Schüller. Oder Shakira Martinez, die würde ich noch holen. Von Frankfurt. Megatalent. Oh, am liebsten erinnere ich mich tatsächlich an die WM zurück. Ich war nämlich bei der WM in Kanada. War das 2014? Ja, ich glaube. Das war ein mega krasses Event natürlich sowieso, aber das waren einfach so für mich somit die schönsten Momente, die ich irgendwie hatte, als ich dann irgendwie im Stadion stand vor 58.000 Zuschauern und wir gegen Kanada gespielt haben. Leider sind wir rausgeflogen, aber es war ein mega Erlebnis. Und ansonsten würde ich noch sagen, der Aufstieg in der Saison 14/15 war das mit dem FC. Das war halt, also das Team war der Hammer. Wir sind zwar direkt wieder abgestiegen, aber wir waren einfach so ein eingeschworenes Team. Das hat einfach mega Spaß gemacht. Und ein Ereignis würde ich jetzt auch noch dazu ziehen, und zwar, als wir uns dann im Elfmeterschießen qualifiziert haben, jetzt für die EM. Das war, also, ich saß auf der Bank. Das war das schlimmste und auch irgendwie schönste Erlebnis ever, aber das hat etwas einen Herzinfarkt gekriegt. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen, wir haben uns, also es war wirklich dann im Elfmeterschießen, hat dann die Tschechien dann noch gegen die Latte gesetzt und dann sind wir weitergekommen. Also, pff. Meine persönlichen Ziele sind eigentlich die, die ich auch mit der Mannschaft habe. Also, auf jeden Fall die Klasse halten. Auf jeden Fall. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, noch nie geschafft. Wir sind immer wieder auf und abgestiegen und sind so eine, wie man so schön sagt, typische Fahrstuhlmannschaft. Da würde ich gerne den Fluch brechen. Und das ist auch so mein persönliches Ziel, da eben alles für zu geben, dass wir da auf jeden Fall in der Liga bleiben. Das wäre das Wichtigste. Hört sich jetzt voll so floskelmäßig an, ne? So als hätte mir mein Medienbeauftragter das gesagt, aber es ist wirklich so. Das wäre die TSG Hoffenheim, weil ich wirklich finde, dass die eine super Arbeit machen. Ich glaube auch einfach, das Team ist so gut eingespielt. Klar, da waren jetzt auch ein paar Abgänge dabei, die sch schwer zu kompensieren waren, aber das Team macht aus recht, ich sag mal in Anführungsstrichen, recht wenig, ganz, ganz viel. Und ja, ich weiß, dass viele Spielerinnen dort das nicht hauptberuflich, also sie machen es hauptberuflich, aber sie müssen parallel noch arbeiten gehen oder studieren oder. Deswegen finde ich, würde ich es denen ganz besonders gönnen. Auch ein sehr sympathisches Team. Echt? Ja, okay, ich hab ihn noch nicht gesehen. Oh Gott, hab ich dann so komische Gesichtszüge? Und wenn das dann so hängt, macht das dann so. Ey, das bin ich hier. Also, oh mein Gott. Ja, das wäre, aber ich würde mich natürlich mega freuen.
Das war halt immer so, als man klein war, dachte man noch so, boah, wie cool, aber das wird mir wahrscheinlich nicht passieren, weil ich eine Frau bin. Aber ja. Nee, genau, nee, das war gut. In dem Alter hoffe ich, dass das bei niemandem so ist. Also, wenn da die Eltern oder das Kind sagen, ich will Fußballprofi werden, dann weiß nicht. Sollte erstmal Spaß machen, Fußball spielen. Genau, ich bin durch meinen besten Kumpel damals, meinen quasi Kindergartenfreund, zum Fußball gekommen, weil meine Eltern haben gar keine Berührungspunkte mit Fußball. Also, ich bin da irgendwie durch so einen Selbstantrieb reingekommen, weil man sich da so schön viel bewegen konnte und ich doch ein sehr umtriebiges, bewegungsfreudiges Kind war. Und ich habe Ballett getanzt und da mussten wir immer dehnen und durften uns nicht sonderlich viel bewegen und das war nicht so cool. Deswegen habe ich dann Fußball gewählt und bin auch dabei geblieben. Habe aber auch Leichtathletik dann gemacht und so. Also Leichtathletik habe ich dann mit 10, glaube ich, oder so auch nochmal angefangen. Ganz viel. Aber ganz übergeordnet würde ich sagen, der größte Reiz ist für mich, dass Fußball so viele Menschen verbindet. Also, dass es ganz egal ist, woher du kommst, sei es jetzt aus welchem Land, aus welcher sozialen Schicht, welches Geschlecht, das ist alles egal. Irgendwie, so viele Leute lieben Fußball und werden durch Fußball mitgerissen. Das ist für mich so das übergeordnete Ding. Und dass Fußball auch wirklich gute Werte vermittelt. Primär. sollte er zumindest. Und für mich persönlich, was ich an Fußball so liebe, ist eben diese Emotion, die man bekommt. Also das ist einfach nicht, das kann man eigentlich nicht in Worte fassen, was das mit einem macht, wenn man dann eben zusammenjubelt und oder selber ein Tor schießt oder einen Assist gibt oder irgendwie, ne, das sind so Sachen. Das sind so Emotionen, die was in einem auslösen. Das ist schön. Ich würde mir primär wünschen, dass der Fußball, der von Frauen gespielt wird, mehr Medienpräsenz bekommt. Also einfach eine nachhaltigere Präsenz. Also nicht, dass man dann zur WM oder zur EM einmal richtig reinhaut, sondern dass man das nachhaltig tut, dass man das. Die Leute sollten einfach nicht dran vorbeikommen. Es sollte Normalität werden durch dieses und dadurch, dass man es Leuten immer wieder zeigt und immer wieder die Möglichkeit gibt, es zu sehen. Also zum Beispiel auch mehr auf öffentlich-rechtlichen, wo man nicht noch extra vielleicht für einen Streamingdienst nochmal 16 Euro bezahlen muss, um sich dann extra eben Frauenfußball anzugucken. Ja, sowas. Das würde ich mir wünschen. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass wenn ein anderes Marketingkonzept oder Medienkonzept gefahren wird, wie zum Beispiel England das tut, oder auch Spanien oder Italien fängt jetzt auch an, dann könnte das sogar Früchte tragen und das Ziel wäre, dass sich der Frauenbereich dann auch selbst finanziert. Die Medien, die eingesetzt werden, es braucht einfach auch mal bessere Kameras, mehr Kameraperspektiven und und, weil wenn man sich so ein Profispiel mal aus dieser Perspektive angucken würde, wie man ein Frauenspiel vor einigen Jahren noch gefilmt hat oder halt bis vor kurzem auch noch, dann würde das auch nicht so attraktiv aussehen. Also es ist auch einmal nicht attraktiv dargestellt. Ja, es muss mehr Schnittbilder geben, Slow Motions und so weiter. Ich glaube, ich wäre eher so Players Coach. Also, dadurch, dass ich halt auch Pädagogik studiere, würde ich jetzt mal behaupten, ich bin auch eher der sozial angehauchte Typ. Und auch im Team ist es mir immer eher wichtig, eben, ja, mit den Leuten irgendwie eine Verbindung zu haben. Deswegen, der soziale Aspekt wäre mir so wichtig, dass ich dann eher so auf die Psychoebene gehen würde und da versuchen würde, meine Spieler zu catchen. Und ja, aber klar, Taktik muss auch sein, ne? Das muss auch sein. Da werde ich jetzt auch demnächst noch so eine Analyse und Zertifikat machen, haben wir vorgenommen, damit ich eine gute Trainerin werde. Ich finde, es hängt natürlich, oder es hängt natürlich sehr davon ab, was du eben für eine Mannschaft hast und was du für Spieler in der Mannschaft hast. Ich finde das immer schwierig, wenn eben ein Trainer oder eine Trainerin in eine Mannschaft kommt und seinen Stiefel durchziehen will oder ihren Stiefel durchziehen will und du hast die Spieler gar nicht dafür oder die Spielerin. Das ist immer schwierig. Also
Ich würde es dann schon versuchen anzupassen und zu schauen, was habe ich für Spielerinnen, was sind das für Typen, was haben die für Stärken, und würde dann darauf eher mein System aufbauen. Aber wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich wahrscheinlich ein 3-5-2 spielen, weil und ich das einfach, ich das selber auch gerne spiele. Das ist zwar eine mega Laufarbeit für die Außen, aber ich finde es halt geil. Okay, das wäre einfach, das wäre so geil. Trainerin bei, ja, beim FC St. Pauli, wie geil wäre das? Erste weibliche Trainerin beim FC St. Pauli. Zuallererst würde ich Ihnen an die Hand geben, dass es wichtig ist, dass Sie immer das machen, was Sie für richtig halten, also sich nicht unter Druck setzen lassen von anderen. Wenn, ich spreche jetzt einfach mal die Kiddies direkt an, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet etwas anderes machen, dann macht etwas anderes. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das und wollt das komplett durchziehen, dann zieht das durch. Harte Arbeit zahlt sich tatsächlich aus. Talent ist wirklich nicht alles. Es ist eher dieses stetige Arbeiten und dranbleiben und weiter trainieren und an den Schwächen arbeiten, aber Stärken nicht vergessen. Also lasst euch vor allem nicht die Schwächen immer wieder vor Augen halten, sondern haltet an euren Stärken fest. Und was aber auch wichtig ist, das muss ich jetzt ja als angehende Lehrerin auch sagen, Bildung geht vor. Und setzt nicht nur auf die eine Karte Fußball, seid clever und macht zumindest einen Schulabschluss.